So, ihr Lieben, bevor das Video anfängt, wollte ich nur meine Julina Specht grüßen. Und sie hat mir vielleicht in den Kommentaren kommentiert, sie findet meine Videos sehr schön und sie wollte, dass ich sie unbedingt in meinen Videos grüße. Und naja, jetzt ist es genau die Zeit, wo ich sie jetzt grüße. Und Julina Specht, falls du dieses Video siehst, grüße ich dich jetzt, so wie du das wolltest. Und Leute, falls ihr auch gegrüßt werden wollt, kommentiert mir fleißig und ja, los geht's mit dem Video. Hallo Isila. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf dem Kanal Isila Spielewelt. Ich wollte heute ein Video darüber drehen, mal wieder über meine Heelys. Ich hab meinem Papa gesagt, dass mir langweilig ist. Dann hat er gesagt, lass uns spazieren gehen. Dann sind wir spazieren gegangen. Habe ich den Schrank aufgemacht, da hinten da. Und dann habe ich meine Schuhe gefunden, meine Heelys. Und dabei habe ich so eine Packung oder so eine Dose gesehen. Und dann habe ich so gedacht, hä, was ist da denn da? Ich gucke, das sind meine Rollen. Ich habe die sofort. Sag mal die Rollen. Dreh dich mal um und dann kann man das Fieß hoch. Okay, hast du das reingemacht. Aber das sind nicht einmal alles gleich einfach reinmachen. Man muss schon ausprobieren, ob das nicht geht. Ob das geht oder nicht. Okay, die vorderen und die hinteren sind, glaube ich, unterschiedlich, ne? Ja. Weil der andere ist groß, der andere ist klein. Also ist der da hinten immer groß, der andere ist klein. Okay, dann lass uns mal. Wir laufen jetzt bis zum Spielplatz oder so und spielen dann. Also. Brief haben wir auch bekommen, aber die nehmen wir später. Guck mal, einer. Toll. Und wenn man bremsen möchte so, dann muss man so die vorderen Füße nach unten so machen. What? Oh Mann! Ich hab die lange nicht mehr angezogen, weil ich die danach nicht verloren hatte. Dann hat mir meine Mama einfach gesagt, sie wusste nicht, wo die ist, aber da habe ich sie doch gefunden. Zum Glück hat mein Papa gesagt, lass mich mal spazieren gehen, sonst hätte ich niemals ein Leben gefunden heute. Mal gleich gucken, auf der Straße kannst du, glaube ich, das dann besser machen. Also der eine Fuß bleibt hinten, der andere Fuß geht. Ich liebe ja, das. Du darfst dich aber nicht so nach hinten. Wenn ich Mama und Papa habe, mache ich immer so. Du darfst dich aber nicht nach hinten. So mache ich dann aber. Du darfst dich aber nicht nach hinten lehnen. Das ist aber schon ungewöhnlich, wenn man nicht fährt. Ich habe das bei meinen Freunden gesehen und wollte das gleich bestellen. Hat 80 Euro gekostet. Habe ich am letzten Video auch gesagt. Ja. Wir können ja den Link dann in die Beschreibung packen. Habe ich schon gesagt. Ja, achso, okay. Lass mich mal los. So kann ich auch nicht filmen. Ja. So sehen die Leute das nicht. Meine Füße kribbeln jetzt. Zeig mal. Mach weiter. Okay. Sonst vom Nahen kann ich dich nicht filmen. Ich denke, das ist voll gleich hin. So, eine Brücke nach unten. Das geht hier hoch. Weil hier unten ja Rasen wächst. Hier unten. Weil wenn der Boden nicht locker ist, dann können ja die Blumen nicht wachsen. Habe ich von der Schule gelernt. Haben mich die Lehrer gefragt. Wer ist das? Das war ich. Abi! Komm, lass uns dann. Wo hab ich? Wohin? Oh, ja, was? Schlüssel? Ja? Hast Schlüssel? Ja. Kannst du bitte geben? Warum? Warte, ich bin drauf. Ich bin drauf. Ich muss duschen. Hast du Haare schneiden? Gib her. Hast du Haare schneiden lassen? Ja. Du musst seitlich hinstellen. Seitlich. Nein. Lenken. Nein.
ganz kurz aus. Aber das war. Jetzt haben wir mit meinem Badeskanner und mit Isla Spielewelt. Weil es ja mein Bruder. Jetzt haben wir beide einen Roller. Oder ist jetzt nicht klar? Oder ist hier so? Bis haben wir dann noch zu Hause, ne? Oder habt ihr schon angerufen? Ja. Da, wo ihr hin wollt. Ja, Bagdad ist nicht frei für morgen, nur 19:30 Uhr. Ich habe Evet Dede. Sie meinte, klärt mein Vater ab, der kann mir Tickets kaufen und wir geben das Geld. Ich gehe jetzt in die Schule. Tschüss! 19:30 Uhr gehen wir dann dahin. Morgen. Okay. Ich dachte heute. Dann, ich schicke dir dann den Link zur Webseite. Dann kannst du Website! Dann warum ist denn das da so voll? Weißt du, ich bin beliebt. Für morgen von 10 bis 19:30 alles ausgebucht. Okay. Ach komm, warte. 19:30, 20, 22, 21 ist alles frei, aber von 10 bis 20 Uhr, von 10 bis 7 Uhr ist alles weg. Komm her, einmal ist das Mach ich hier nur das Video oder geh ich spazieren? Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Ich möchte gerne, wenn ich nach Hause komme, reinkommen, Badisch. Ja, klar. Aber du wirst jetzt gleich duschen wahrscheinlich. Ja, ich mach das schnell. Mach bitte schnell, ja? Was bei dir schnell ist, wissen wir ja. Wohin geht ihr an? Ja, wir sind hier jetzt ein bisschen spazieren, ja. Und danach gehen wir vielleicht noch ein bisschen auf den Spielplatz. Ja. Geht doch bis zu Lidl. Nein, so weit gehen wir nicht. Wir sind hier. Vielleicht können wir ein bisschen auf den Berg da oder zur Brücke, damit sie da ein bisschen runterfahren kann. Gefährlich da, wenn der bekennt. Stimmt, auch, ja. Nein, wir werden. Das kriegt keine große Geschwindigkeit. Es geht nur darum, dass es ein bisschen bergab geht. Das hat voll Spaß, hat mich nicht verlernt. Okay, tschüss. So ist wieder. Alles, was wir jetzt gerade mal runtergetroffen haben. Wir könnten jetzt zusammen einmal eine Runde fahren. Das war doch jetzt cool. Das war doch jetzt cool. Das sehen uns doch manchmal. Ja, manchmal. Das ist aber selten. Ja, aber er hat auch einmal gut. Bei mir geschlafen. Ihr seid immer so ein bisschen am Schlaf habe ich schon bemerkt, er ist eklig neben zueinander. Mir. Ab und zu jedenfalls. Ich wache so auf, er ist neben mir, weil er wollte nicht, dass du hochkommst und seine Uhr ausmachst. Deswegen hat er heute Morgen zu mir gesagt, du wachst immer früh auf oder so um 5 Uhr. Denn ich wache auch immer auf, dann gehe ich immer zu meiner Mama. Also dann hat er gesagt, dann ist er genau um meine Uhrzeit aufgestanden. Damit kann man dann nicht gehen. Ja, wenn man so auf den Tennisplatz gehen. Boah, ist ziemlich kalt, ne? Nö, ich will jetzt. Mach mal vorne zu. Ist doch zu. Nein, mal ganz nach oben hin. Ich hab noch einen Knopf. Hier. Wenn du willst, kannst du den Knopf auch noch komm, zu. Komm, hier rein. Warte, erstmal guck hier, nicht einfach rübergehen. Ich hab doch schon geguckt. Das ist unser Spielplatz. Der ist auch ziemlich groß, ne? Können wir den gleich mal zeigen? Können hier einfach. Kann ich dir mal gleich zeigen, was da so alles gibt? Weil die wissen das ja nicht. Hier auf die Straße gepackt, die ganzen Bäume hier. Papa, können wir auch mal irgendwann mal zu einem richtig großen Spielplatz gehen, zum Wasserpark und Spielplatz? Oder? Ich will Parkplatz. Meine Röcher, ich will Parkplatz. Übrigens, da sind meine Freundin. Da hat richtig viele Katzen, ein Hund, Fische, Hasen. Also ich wünschte, ich hätte auch ein Tier zu Hause. Richtig viele und ein Junge aus meiner Klasse hat auch eine Katze, einen Hasen, Meerschweinchen. Und wir hatten sogar Meerschweinchen in der Schule, das war so cool. Ich hatte die auf dem Arm, die haben einfach gegessen. Ich hatte dann einfach etwas gegeben, die haben es einfach gegessen. Nee, aber du kannst mit den Schuhen. Wir dann gehen einfach da hinten auf den Berg. Können wir aber einmal dahin. Okay. Da können wir. Aber das mit den Rollen ist nicht so gut, ist sie da. Nein, ich meine das da. Ja, ich weiß, aber. Das ist doch gut, da muss man nichts machen. Außer du gehst mir an. Thank you.
ich mir sicher. Also, ich mach mir jetzt einfach. So, jetzt gebe ich dir Schwung. Warte, einen Trick habe ich, Leute. Wenn ihr euch drehen wollt, einfach dich auch drehen, bleib, wo du bist. Einfach vielleicht so machen. Komm her, ich gebe dir Anschwung. Ja. Ich gebe dir Anschwung. Ich dachte, das reicht. So, setz dich mal drauf. Aber du musst halten, damit. Ja. Los. Kommst du nicht drauf? Los, jetzt nochmal. Ich rolle. Hör los. Mal warte so. Mal, da oben. Warte mal, hier oben. Kommst du mal jetzt nochmal drauf? Los, nochmal. Halt mal hier weiter oben fest. Hier oben, weiter fest. Weiter, weiter, weiter. Oben. So, und jetzt ziehst du dich hoch. Was ist sie da? Warte. Ich muss einfach meine Jacke. Warte, stopp! Warte, geh mal ein bisschen weiter runter. So, komm her. Nein, komm her, los, steig jetzt hier drauf. Du wirst das auch wohl schaffen. Ja! Endlich! Okay, jetzt gibt's Schwung. Okay, soll ich mal drauf? Der Hausmeister hat das Spiel gemacht. Okay, okay, ich halte mal die Kamera. Brauchst du nicht. Oh, meine Hände. Okay, du filmst mich. Okay. Du kannst doch nicht mehr mir die Hand geben. Also soll ich dir Anschwung geben? Nee, brauchst du nicht. Hallo, ich bin hinten. Wie lahm, lahmarschig. Sehr lahm. Und zusammen? Ja. Und einmal zusammen? Wohin gehst du? Und geh jetzt einmal zusammen. Okay. Aber du gehst als erstes auf den Schuh. Genau. Und du hast die ganze Schau gepackt. Wer war das jetzt schon? Was haben wir doch mal sein? Ja. Und Rollschuh. Und guck. Komm her. Wie ist das? Und jetzt ich auch dein Schuss. Wie soll das bitte gehen? Nee, du kommst doch nicht mehr. Ja. Okay, wie soll ich jetzt drauf? Komm her. Ja, mach jetzt. Aber bitte. Nein. Okay. Das reicht. Hi. So wie Elsa sagt, natürlich. Freundin, die ist mir in meiner Klasse. Aha. Die heißt Lia. Und ich hab, wir dürfen in die Klasse gehen bei denen und dürfen uns eine Partnerin aussuchen. Ich wollte Lia, aber jemand anders hat sich schon Lia genommen. Deswegen habe ich so einen Jungen genommen, der heißt
musste ihn nehmen, ich wollte ihn. Ja, aber man, es gab keinen anderen Jungen, der andere war richtig zickig. Da ist sie ja. Ich dachte richtig, wo er du musst gerade bleiben. Bleib mal gerade. Esja, so macht, das finde ich nicht okay. Du verletzt dich dann, Esja. Dann fällst du runter und dann stößt du dir deinen Kopf oder so. Ich habe gesagt, du sollst dich nicht so hängen lassen. Du, was hatte ich ja schon mal? Ja, bitte. Kindergarten. Ich hatte einen Kopf in Waffen. Weißt du, eigentlich müsstest du einen Helm tragen. Warte mal. Ein Auto. Geiz. Eigentlich müsstest du einen Helm tragen, ist sie da. Ja, das hast du jetzt zweimal jetzt schon gesagt. Ja. Oh, wir hatten, da war hier schon mal ein Bus und da drin waren Bücher. Ich wollte da eigentlich reingehen, aber bin ich nicht. Weil die, der kann uns auch einmal mitfahren lassen. Ne? So ein Bücherbus war das. Aber ich will dann rein, sonst hätte er mich mitgenommen. Das ist kein Traktor. Ein LKW. Ein LKW. Und da dürfen wir mal drin fahren. Wenn wir nächstes Mal in die Türkei gehen, dürfen wir da drin fahren, hat er gesagt, mit meinem Cousin. Hat er wirklich gesagt, da sind lieber seine Geräte drin für DJ. Was soll er denn machen in der Türkei? Da muss immer auf Türkisch sein. Also so war das auch bei der Silvesterparty, das war mein Onkel, der gesehen hat. Manchmal waren das auch andere Männer. Natürlich haben wir ihn gefragt, ob wir eine Musik anmachen dürfen. Er sagt, so in 5 Minuten, das dauert eine Stunde. Natürlich muss er auch seine Arbeit machen. Warte mal ein bisschen. Oh, drückst du mich auf den Rasen? Reicht das nicht so viel, wie wir gegangen sind? So, jetzt sind wir hier auf so einem kleinen Hügel. Ah, jetzt kann Esila ein bisschen fahren. Los. Ja, ist doch nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm. Du musst dich dann... Ja, dann such dir die Fläche, die nicht so... Oh, ist egal. Okay. Ja? Konzentrier dich. Weiter. Nein, du kannst ja jederzeit halten, so schnell bist du doch nicht. Mach noch mal und dann gehen wir. Ist das Mama? Da hängt gerade auf. Nein. Ich schwitze so. Ja, geht's doch gleich weiter. Wir gehen doch gleich nach Hause. Aber jetzt nicht ausziehen, weil dann erkältest du dich. Nein, nur einmal aufmachen. Nein. Oh. Nein, sonst erkältest du dich jetzt wieder.
Vorsicht, da kommt ein Fahrrad. Und das ist ein Fahrrad, Alter. Kannst du ein bisschen nach oben? Ich bin jetzt schon sehr müde. Mein Bein tut weh, ich hab Durst. Wir sind gleich zu Hause. Gleich, wir sind doch schon dann auf dem Weg. Dann darfst du auch was trinken. Oh, Mann. Diese blöden Steine, dann kriegst du das. Aber ich hab total noch meine Schuhe. Das sieht aus wie ein Kleid von der Kamera aus. Meine Jacke. Auch von deiner Jacke schön. Kleine Gummis dann hier. Oh, jetzt haben wir euch. Ey Mann, ich wollte den. Ist doch ich mach die Einleitung erst. Oh. Ja, okay, noch Einleitung. Ich weiß noch nicht, was das ist, dann auch egal. Die Einleitung ist so. Hier, na, habt ihr noch, ne? Ja, warte, ich hab mich noch erschreckt. Meine Mama. Hast du dich erschrocken? Schnell, das war nicht raus. Was? Ja, da ist nicht so nah ran. Ja, die beschützen ihr Heim. Ich dachte, der Hund ist nicht da. Meine, ich und mein Cousin sind zum Spielplatz gegangen, mein Papa und Salon. Meine Mama ist auf dem Weg, wir waren ohne Jacke. Und dann hat sie uns wieder reingeholt. Der Hund kommt in unsere Welt auf meine Mama. Meine Mama läuft auf die Straße. Ich würde ihn so kaputt schlagen. Ey, Sila. Was kaputt schlagen? Nee, mich. Red mal vernünftig. So, jetzt haben wir euch ein bisschen mitgenommen. Aber das war ein guter Erschreckung. Schneid das bitte nicht raus. Ich will mir das immer wieder angucken. Und Esila hat jetzt nochmal ihre Heelys ausprobiert. Jetzt haben wir ja noch keinen Regen, keinen Schnee. Im Moment kann man ja noch ein bisschen rausgehen, obwohl es sehr kalt ist. Ja. Ich hoffe, meine Heelys haben euch gefallen. Und das andere Video mit den Heelys hat euch ein bisschen auch. Genau, wir verlinken einfach auch das andere, wo wir das gekauft hatten, ne? Das können wir auch nochmal verlinken. Jetzt kommen mir immer Freunde entgegen. So, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, die ich bleib mal stehen. Ich hoffe, diese Heelys mit den Rollen haben euch gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch solche Heelys habt. Weil ich habe manche gesehen, die haben auch Heelys. In meiner Schule. Ja, und bis zum nächsten Video. Tschüss!